Nun werden wir Andreas Klaus hören. Ich möchte ihn kurz vorstellen, aus Deutschland. Herzlich willkommen. Er ist geboren 1959, hat Abitur und BWL-Studium gemacht. Seit 1990 ist er selbstständig tätig in der Finanzbranche. Er hat so viel schon hinter sich an Berufserfahrung, dass man es hier der Zeit wegen gar nicht alles auflisten kann. Jedenfalls ist er Geschäftsführer der Novartis Invest GmbH, hat ganz viele Firmen bei Mitgründungen oder Beteiligungen unterstützt. Und gegenwärtig seine Tätigkeitsschwerpunkte sind Vorträge über makro- und physioökonomische Vorgänge, Interesse für physische Ökonomie sowie technische, naturwissenschaftliche Innovationen, Entwicklungen, eigene Projekte auf diesem Gebiet. Das sind so seine jetzigen Tätigkeiten. Was ich noch von ihm weiß, er ist seit 20 Jahren verheiratet. Herzlichste Gratulation. Zwei Kinder. Ein Junge mit 18 und ein Mädchen mit 15. Und seine Hobbys sind Beruf, Familie, das gefällt mir. Freunde, Laufen, Radfahren, was mich besonders jetzt für den heutigen Tag noch freut. Kabarettist, ja, so Kabarett, ja. Und so wie ich jetzt herausgespürt habe, ist er ein Mann. Er hat das Talent, uns die wirklich tragischen Irrtümer kabarettistisch rüberzubringen, damit wir sie verkraften können. Ich wünsche mal viel Spaß und Humor beim Vortragen. Er wird über die Weltwirtschaftskrise sprechen. Ich denke, er sieht rein. Ich glaube, ich habe nie jemanden kennen, also wir kennen uns noch gar nicht. Ich habe ihn sprechen gehört. Ich dachte, sowas habe ich noch nicht gerade gehört. Ein Mann, der so auf den Punkt geht, einer, der so durchblickt in der ganzen Finanzkrise. Und wir als ACK, wir haben einfach gehört, es stehe weit schlimmer mit der ganzen Finanzlage, Finanzkrise, als wir es bisher gehört haben. Und uns interessiert einfach, um wie viel schlimmer steht es um uns. Und ich bitte einfach, dass Sie ungeniert, ungedeckt, unzensiert sprechen. Ich denke, wir müssen das verkraften. Also wir werden jetzt Crashkurs hören, Crashkurs Geld und Recht. Andreas Klaus, vielen Dank. Dankeschön. Reden ist Silber. Schweigen ist Gold. Wer Gold hat, kann schweigen. Doch wer hat gewollt, dass du nach der Weise entmündigter Greise nur heimlich und leise das Unrecht verfluchst? Denn schweigst du nur immer, wird alles noch schlimmer. Siehst nie einen Schimmer vom Recht, das du suchst. Und für den, der nichts tut, der nur schweigt, so wie du, kann die Welt, wie sie ist, auch so bleiben. Wer schweigt, stimmt zu. Hermann van Veen, über 20 Jahre alt. Dieses Gedicht und ich gehöre schon denen, die über 20 Jahre in dieser Finanzdienstleistung tätig waren. 11, 12 Jahre als, ich würde mal von mir behaupten, neoliberaler Systemidiot. Dann gab es so ein paar Veränderungen und Dinge in der Welt und auch in meinem eigenen Leben, die mich haben tiefgründiger über die Dinge nachdenken lassen. Ich habe zwar Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft studiert, um dann festzustellen, dass man dort auch auf das falsche Gleis gelenkt wurde. Ich habe mich dann angefangen, mit physischer Ökonomie zu beschäftigen, die, ja, ich will fast sagen, verbotene Wissenschaft oder das, was man nicht so gerne hört. Und das hat dann meinen Blick auf die Welt ein Stück geändert und davon möchte ich Ihnen ja heute einiges vortragen. Eines der wichtigsten Erkenntnisse mit dem Beschäftigen der physischen Ökonomie war die Tatsache, dass eine gesunde physische Ökonomie solche Leute wie mich, Finanzdienstleister, eigentlich gar nicht braucht. Das ist dann eine blöde Erkenntnis, wenn man selbst da tätig ist. Aber ich war dann doch etwas erleichtert, weil ich in dem weiteren Studium feststellen musste, solche Leute wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und diese ganzen McKinsey-Typen braucht eine gesunde physische Ökonomie auch nicht. Dann dachte ich, gut, dann ist man ja nicht allein zu Hause in dieser ganzen Geschichte. Und wenn Sie da so ungläubig gucken und fragen, was erzählt er da? Wir können die Probe sofort aufs Exempel machen. Stellen Sie sich vor,
Auf eben sofort fallen alle Wirtschaftsprüfer, Finanzdienstleister, Steuerberater tot um. Mal ehrlich und im Ernst. Würden Sie die jetzt vermissen? In Ihrem Leben? Würden Sie die in Ihrem Leben vermissen? Aber wenn der Landwirt seine Tätigkeit einstellt, wenn der Energiearbeiter den Stepsel rauszieht, dann merken wir das sofort, dann geht mir hier mal eben das Licht aus. Und wenn man sich weiter mit Ökonomie beschäftigt, dann stellt man fest, das Einkommen benannter Berufsgruppen verhält sich umgekehrt proportional zu ihrer physioökonomischen Bedeutung. Und dann fragt man sich, irgendwas läuft doch hier falsch auf dieser Welt. Und darüber möchte ich Ihnen heute schlicht und ergreifend einige Dinge erzählen. Und dann steigen wir mal ein in die Thematik. Ich habe das genannt Crashkurs, weil in so einer Stunde oder etwas mehr als einer Stunde hat man nicht so viel Zeit. Man kann die Dinger nur so umreißen. Und ich möchte das auf eine, jetzt ist schon Nachmittag und wir hatten schon schwere Kost heute, das auf eine leicht verdauliche Art und Weise machen. Oder ich nenne meinen Vortrag auch physische Ökonomie kontra Globalisierung und Finanzen. Oder, was Sie schon immer über Wirtschaft ahnten, aber nicht glauben wollten. Denn die meisten Menschen sträuben sich, das zur Kenntnis zu nehmen, was passiert. Oder ich erzähle Ihnen etwas über die Subprime-Krise. War es eine zufällige Entgleisung des Casino-Kapitalismus oder geplante Massenvernichtung physischer Werte? Aus der Subprime-Krise ist mittlerweile eine Finanzkrise geworden. Ich sage Ihnen, was das wirklich ist und dass das gut so ist. Es handelt sich um eine Systemkrise, die wir gerade haben. Und wir stehen an einem einmaligen Punkt in der Entwicklung der menschlichen Geschichte, und zwar das erste Mal, wahrscheinlich seit Bestehen dieser Menschheit global. Und hier bieten sich auf der anderen Seite, wenn Sie viele schreckliche Dinge hören, auch viele positive Dinge, weil wir hier Möglichkeiten haben, letzten Endes etwas zu richten. Schauen wir uns die Geschichte an. Angefangen soll das haben mit dieser sogenannten Subprime-Krise. Und da fielen die Immobilienpreise Subprime. Unter der Prime-Rate hat man in den USA Immobilienkredite vergeben an Leute, die sich das eigentlich gar nicht leisten konnten. So nach dem Motto: Wir kaufen uns das zu teure Haus, das wir uns nicht leisten können, und stellen in die Zweitgarage den Land Rover rein, den wir uns auch nicht leisten können, zusätzlich, um den Nachbarn zu beeindrucken, den wir gar nicht mögen. Irgendwann ging die ganze Geschichte nicht gut und der Markt brach zusammen. Und Sie sehen hier gerade MSCI World Index, die Aktienindizes, da sieht es mittlerweile auch sehr traurig aus. Bei Licht betrachtet sieht die Kurve auch nicht besser aus, das sind immer die gleichen Charts, die man hat. Wenn man die Sache Aktienmärkte, verbrannte Milliarden sieht, was an Marktkapitalisierung in den letzten Monaten, und das ist bis Dezember 2008 gemacht, da kommen jetzt ungefähr 15% noch dazu, was vom Jahresanfang meinetwegen bis heute dabei war. Die Sache sieht nicht gut aus, und als Finanzdienstleister habe ich den Kompetenzstrich schon mal vorsichtshalber abgelegt, denn das ist das Modell Wirtschaftskrise, das diese Leute jetzt irgendwann mal verwenden können. Und dazu habe ich auch ein kleines passendes Gedicht. Ich bringe gerne Gedichte oder kleinen Vierzähler. Die Finanzen sind zerrüttet, an den Börsen hat's gekracht. Na, da habe ich eben aus meinen Aktien mit meinen Kindern einen Drachen gemacht. Und wir gingen hinaus auf die Wiesen, wo die lauen Lüfte wehen, und da konnte ich meine Aktien dann noch einmal steigen sehen. Danke für den Applaus, und Sie lachen, aber nur, weil es nicht Ihre Aktien waren, richtig? Ja, man hat schon ein anderes Gefühl, wenn es dann auf einmal die eigenen Aktien sind, um die es dann eventuell geht. Was Sie hier sehen, ist eine Abschreibungsliste von Lehman Brothers, habe ich auf Präsentationen verwendet, im April letzten Jahres. Da haben die zusammengezählt und haben festgestellt, mein Gott, wir haben an notleidenden und eigentlich kaputten Papieren über 400 Milliarden. Und hier stehen die Banken, welche folgende Papiere und so weiter haben. Ich bringe Ihnen das nur, um zu zeigen, wie vielleicht auch unsere Wahrnehmung immer mehr gestört ist oder wie wir das so einfach akzeptieren, was so jeden Tag über die Medien über uns kommt. Denn das, was hier als Gesamtliste bis April letzten Jahres aufgeführt stand, das haben wir heute pro Woche. Und kein Mensch regt sich darüber auf. Irgendwie machen wir alle so weiter, als wenn es das nicht gibt. Und Lehman selbst ist Geschichte. Wie Sie wissen, die sind mittlerweile auch untergegangen.
Und so geht es immer weiter zügig voran. Und ich behaupte, das ist keine zufällige Entgleisung, sondern das ist absichtlich getan worden. Was wirklich interessant ist, dass die Lehman Bank pleite gegangen ist, denn die Lehman Brothers war eine der Systembanken, wenn man so will, denn Lehman Brothers, die Eigner der Lehman, gehören mit zu den Eignern der Federal Reserve. Und damit hat man eine der 5 wichtigen Investmentbanken über die Wupper gehen lassen, wie es so schön heißt. Wie kommt das? Oder die Frage, warum gerade Lehman? Ich möchte Sie Ihnen ganz kurz beantworten, kann das aber nicht weit ausholen. Prüfen Sie die Dinge selbst nach, die ich Ihnen erzähle. Man hat Lehman genommen, weil Lehman die meisten Engagements in Europa hatte. Das heißt, das Problem tragen wir hier hauptsächlich, was die Verluste betrifft. Und wundern Sie sich nicht auch, dass mit der Subprime-Krise, die dann überschwappte, die ja in den USA stattfand, auf einmal Banken in die Schlagzeilen kamen, wie hier die UBS. Oder in Deutschland Landesbank, Landesbanken hier und Landesbanken da und IKB, vor allen Dingen immer die Banken mit einem hohen staatlichen Anteil. Warum wohl? Weil mit einem hohen staatlichen Anteil haftet der Steuerzahler schneller und besser als Privatbanken. Und vor ein paar Wochen, da hat der Staat in Deutschland eingegriffen. Ach, was erzähle ich, der Staat ist ja eine Firma, aber dazu komme ich nachher noch. Eingegriffen, um die Commerzbank zu retten. Der ganze Laden war an der Börse nicht einmal mehr mit 4 Milliarden bewertet. Man schießt in diese Bank 16 Milliarden ein und erwirbt ein 25%-Paket. Da frage ich mich, habe ich jetzt in der Schule die Prozentrechnung falsch verstanden? Was passiert hier eigentlich? Oder warum lassen wir uns bestimmte Dinge gefallen, die hier jeden Tag ablaufen? Weil der Hochfinanz, meine Damen und Herren, geht es niemals ums Geld. Mit Geld geschieht es. Die systematische Vermögensumverteilung von Arm nach Reich. Und das, musste ich erkennen, ist die Aufgabe moderner Finanzdienstleistungen. Denken Sie daran, wenn Sie Ihren Banker sehen, es geht um die systematische Vermögensumverteilung von Arm nach Reich. Ob der mich jetzt dabei auch meint, in der Beratung, kann man mal drüber nachdenken. Das Hauptproblem ist, dass die meisten Menschen nach wie vor in dieser tollen globalisierten Informationswelt wenig bis kein Verständnis zum Thema Geld haben. Wir benutzen es jeden Tag. Es ist das am meisten fast gebrauchte Produkt, kann man sagen. Produkt deswegen, weil Geld ist nicht Gott gegeben. Geld ist kein universelles Prinzip. Geld ist ein menschlich erfundenes Prinzip. Ich behaupte, eine der besten Erfindungen, die die Menschheit je hatte. Es ist nur völlig pervertiert worden. Und die Macht über das Geld, über unser Geld, sollten wir uns wieder zurückholen und es nicht gestatten, einem privaten Konsortium aus Profitinteresse herauszugeben. Das ist die eigentliche Krux an dieser ganzen Geschichte. Und wie das geschieht, das möchte ich Ihnen zeigen und was das bis jetzt für Folgen hatte. Die Philosophen stellen gern die Frage, die völlig unnütze Frage übrigens, was war zuerst, Ei oder Huhn? Da kann man jetzt lange darüber diskutieren. In dem Geldsystem ist die Frage sehr einfach zu beantworten. Wir leben in einem Schuldgeldsystem und der Name sagt es schon, Schuldgeld. Zuerst war die Schuld und dann kam das Geld. Die Ursache eines jeden Geldscheines, den Sie hier gerade in der Tasche haben, ist ein Kredit, den irgendjemand aufgenommen hat. Ansonsten gäbe es diese Schuld oder diesen Geldschein schlicht und ergreifend nicht. Deswegen ist die Höhe aller Schulden immer gleich so hoch wie die Höhe der Vermögen in der Welt. Oder anders gesprochen, sollten alle Menschen auf die Idee kommen oder die Möglichkeit haben, die meistens haben ja Gott sei Dank nicht mehr, ihre Schulden zu bezahlen, weil sie es nicht mehr können. Aber sollte die Fähigkeit bestehen, alle Schulden zu bezahlen, verschwende alles Geld. Es gäbe kein Geld mehr. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Und vor allen Dingen auch nicht, wie Geld gemacht wird. Und in dieser Bewegung liegt immer ein exponentielles Wachstum zugrunde. Warum? Weil bei der Kreierung von Geld oder bei einer Kreierung von Schuld in dem Fall der Zins nicht mit entstanden ist, der gefordert wurde. Das ist ein ganz einfaches Spiel.
Stellen Sie sich jetzt vor, wir haben 100.000 Euro und das ist das ganze Geld und wir sind 10 Wirtschaftsteilnehmer und 10 von uns kriegen jeder 10.000 Euro. Und als Banker sage ich, ich muss das drucken, ich muss das hier verwalten, ich muss das machen, das kostet seinen Preis und das sind 5%. Bist du damit einverstanden? Alle gucken wir uns an und sagen, ja, 5% mit meiner Wirtschaftskraft, das kriege ich auf die Reihe. Wir legen ein Jahr Laufzeit fest und jetzt begeben wir uns alle in unser Hamsterrad, um uns gegenseitig das Kreditgeld abzujagen, weil jeder muss ja am Jahresende 5% mehr zurückzahlen. In der Gesamtsumme 105.000. Das Problem ist, oder der Punkt, und das ist das geschickt Eingefädelte, die Bank sagt, sie nimmt nur Geld als Zahlungsmittel in der Rückzahlung entgegen, das sie selber herausgebracht hat. Herausgebracht haben die aber genau nur diese 100.000. Das heißt, 105.000 können gar nicht bezahlt werden, weil es die gar nicht gibt. Jedenfalls nicht die 5. Nur merkt das keiner. Wir reiten uns alle im Hamsterrad ab, um uns gegenseitig unser Kreditgeld abzujagen. 7 oder 8 Menschen wird es gelingen, diesen Kredit zurückzubezahlen und die anderen fragen sich, verdammt nochmal, wo sind meine 5%? Wer hat die jetzt wieder? Und warum sind die nicht da? Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten und das ist der Sinn des Systems. Die erste Möglichkeit, ich heb die Finger. Ich kann nicht mehr. Das Blöde ist, alles, was ich bis dahin gemacht habe, ist weg. Das fällt nämlich als Sicherheit an die Bank. Denn die war ja nicht so blöde, mir einfach so das Geld zu geben. Nein, die wollen immer Sicherheiten haben. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Wenn Sie Kredit wollten bei der Bank, die wollen immer Sicherheiten dafür haben. Um die geht es doch nicht, um das blöde Geld. Das kann man jeden Tag drucken, das machen die auch. Denn die Bank, die muss als Sicherheitshinterlegung für diese 100.000, die sie ausgibt, wissen Sie, wie viel die maximal hinterlegen müssen? Als Sicherheit? Lombard-Sicherheiten in Höhe von 4%, mehr nicht. Na, so viel wird doch bei Ihnen mindestens zu holen sein, wenn es daneben geht, oder? Das ist doch interessant. Die andere Möglichkeit, die auch gern genutzt wird, weil in der Summe und durch die unterschiedlichen Laufzeiten und Zinszahlungen und so weiter, die es gibt, kriegt das ja keiner so mit. Dann sagt man sich, ach, Schicksal, Zufall, der Markt ist schlecht, ist ungünstig, irgendeine Begründung wird sich für irgendetwas immer finden. Versuchst es nochmal von vorne, dann satteln wir rauf, kriegst einen neuen Kredit. Was ich damit sagen will, in der Summe können Schulden niemals bezahlt werden, sondern es geht nur mit einer weiteren Verschuldung. Und ob ich jetzt das 5% nehme oder 10% oder 20%, dann kommt der Zins und Zinseszins mit dazu und deswegen muss es zu einer exponentiellen Kurve führen. Und zwar aus mathematischen und nicht aus ideologischen Gründen. Und nun schauen wir uns mal an, das ist jetzt eine der wesentlichen Folien. Die müssen Sie müssen gar nichts, aber es wäre sehr ratsam, wenn Sie die irgendwie verstehen würden, damit Sie die Konsequenzen Anfang nächster Woche sofort tragen, was Ihr eigenes Geld betrifft. Denn wenn ich diesen Zinseszins mit 100% mache, dann ist die Sache sehr einfach und das wird jedem sofort geläufig werden und jeder versteht das. Denn aus 1 bei 100% sind 2 und wieder 100%, 4, 8, 16, 32, 64, 128 und so weiter und so fort. Da sagt man sich, oh, das ist aber schnell Game Over. Mit 5% passiert genau das Gleiche. Nur nicht in den ersten 20, 30 Jahren, da merkt man nichts. Und dann steigt das immer weiter an. Und dann habe ich genau den gleichen Effekt, nur zeitversetzt. Und zwar haben wir diese Katastrophen dann alle 60 bis 80 Jahre. Je nachdem, wie das Durchschnittszinsniveau in einer Gesellschaft war. Das haben die auch ganz geschickt eingefädelt. Warum so lange 60 bis 80 Jahre? Und warum brauche ich so eine Zinssätze? Weil alle Menschen, die über die Katastrophen berichten könnten, die sind gestorben. Die gibt es nicht mehr. Diejenigen der letzten Wirtschaftskrise von 1932, 1933, die damals in der Blüte des Lebens zwischen 20 und 50 Jahre waren und im Wirtschaftsprozess, ob als Arbeiter, als Bauer, als Unternehmer irgendwie tätig war, die gibt es aus biologischen Gründen in der Regel nicht mehr. Und deswegen müssen wir immer wieder die Erfahrung neu machen. Das ist auch ganz geschickt gemacht, diese ganze Geschichte, weil wir glauben ja dann, was in der Presse steht und die erzählen uns was anderes über diese Dinge. So, und nun schauen wir uns mal an, wie die letzte Wirtschaftskrise ablief. Ich kann das jetzt nicht so genau begründen, nehmen Sie es mir ab oder prüfen Sie eine Sache. Aktienmärkte steigen immer dann, wenn in der Realwirtschaft nichts mehr zu verdienen ist. Weil dann geht es in die Spekulation.
Das war Anfang der 20er Jahre, als man den Anlauf zur ersten Weltwirtschaftskrise nahm, der Fall. Und der neue Markt von 1920 war die Automobilindustrie, Henry Ford, die Fließbandproduktion, die neuen Produkte in der Chemie und so weiter und so fort. Die führten dazu ein ungeheures Produktivitätswachstum, dummerweise in die falsche Richtung. Wenn man sich übrigens mit physischer Ökonomie beschäftigt, dann kommt man irgendwann darauf festzustellen, dass es, was das Thema Mobilität und Individualverkehr betrifft, werden Sie sich jetzt wundern über meine Aussage, seit Erfindung des Autos gibt es keinen wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Warum komme ich zu dieser Aussage? Das Ding hat nach wie vor 4 Räder und einen Autoverbrennungsmotor. Fertig. Und im Individualverkehr 6,5 Milliarden Menschen damit auf der Welt zu befördern, das wird nicht funktionieren. Punkt. Und als physischer Ökonom untersucht man alle Stoffumwandlungsprozesse, die notwendig sind, im Austausch zwischen Menschen und zwischen der Natur, um irgendeinen ökonomischen Effekt zu erzielen. Und der ökonomische Effekt, nicht der ökonomische, der materielle Effekt ist, irgendeine Person von A nach B zu bringen. Ob der dahin muss, das interessiert mich jetzt nicht. Sondern es geht darum, welcher Energieaufwand in der Gesamtheit der Entwicklung der Infrastruktur und so weiter war notwendig, um eine Person von A nach B zu bringen. Und wenn Sie das mal untersuchen und abstrahieren von Geld, sondern nur vom Energieaufwand, dann werden Sie beim Individualverkehr mit dem Thema Auto Folgendes feststellen. Seit Erfindung des Autos steigt der Energieaufwand, um eine Person von A nach B zu bringen, permanent. Also nichts Produktivität. Wir kommen zwar heute sehr komfortabel da an, mit elektrischen Fensterhebern, Klimaanlage und morgen werden Sie mir noch einen Espressoautomat einbauen. In das Ding. Aber von der energetischen Geschichte ist das Wahnsinn. Wird für den reichen Teil der Welt funktionieren, aber nicht für alle Menschen. Stellen Sie sich vor, und nicht stellen Sie sich vor, so ist es. In Europa haben wir auf 100 Einwohner 50 Autos. In China, wissen Sie, wie das Verhältnis dort ist? Auf 100 Einwohner 2 Autos. Mehr haben die nicht. Nur ganz viele Chinesen. Deswegen war der Straßenverkehr in China, auch in Peking zu den Olympischen Spielen, musste er reguliert werden. Wenn die Chinesen nur verdoppeln würden, geht hier gar nichts mehr. Nicht, dass sie denken, dass das Öl alle ist. Nee, zuerst sind alle Metalle weg. Für die vielen Autos, die gebaut werden müssen, damit jeder Chinese sein eigenes Auto hat. Können wir denen das Recht absprechen, wo wir in Europa auf 100 Einwohner 50 Autos haben, wenn ein Chinese jetzt sagt, na hör mal, wir wollen jetzt auch 10% haben. Mit welchem Recht wollen wir denen das absprechen? Es wird nun nicht funktionieren. Und zwar von der physischen Seite, hat mit Geld nichts zu tun. Es geht um Energietransfer und so eine Geschichten. Wird das nicht funktionieren? Nun haben die Chinesen aber Konfuzius und Laozi auch vergessen. Die schicken sich gerade an, den europäischen Weg zu gehen und den amerikanischen. Gute Nacht, meine Damen und Herren. In der Weltwirtschaftskrise war es so, ich muss zurückkommen auf das Thema, ich schweife schon wieder ab. Die Aktienmärkte gingen nach oben, die Verschuldung geht nach oben. Auch ganz geschickt gemacht, da stellen die Leute fest, Mensch, an den Börsen verdienen wir 10, 20, 30, 40 Prozent per anno und die Kredite, die gibt es für 5, 6 Prozent. Na, da nehme ich doch einen Kredit auf und investiere die am Aktienmarkt. Und dann gibt es mehr Geld und mehr Geld und mehr Geld. Dann kommt man auf die Idee, in Aktien zu investieren, auf Kredit. Die Kredite, die werden mir täglich fällig gestellt. Und irgendwann, und das war dieser sogenannte Schwarze Freitag, der dummerweise ein Dienstag war, aber was soll's, auf die Idee, die Kreditlinien zu kündigen und einige mussten ihre Aktien verkaufen. Wenn viele Menschen ihre Aktien verkaufen, hat das wieder was mit dem Preis zu tun, Angebot und Nachfrage. Und dieser Börsencrash ist absichtlich ausgelöst worden. Das Interessante ist, was passiert? Die Schulden gingen weiter nach oben. Ach, ich muss erstmal noch darstellen, was ist dieser Chart oder was stellt das dar? Steht oben drüber, Gesamtkreditausweitung im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt. Also, da wird ein Chart gemacht aus dem Quotienten. Im Zähler steht die Gesamtsumme aller Schulden, die irgendeine Gesellschaft, in dem Fall die amerikanische, aufgenommen hat. Und im Nenner steht in Geld ausgedrückt die Summe aller Waren und Dienstleistungen, die diese Gesellschaft erwirtschaftet und produziert hat. Und daraus wird ein Quotient gebildet und daraus wird ein Chart gemacht. Und dann kann man sehen, wie hoch war denn immer der Grad der Verschuldung, um ein bestimmtes Bruttosozialprodukt zu erwirtschaften. Das ist das, was hier dargestellt wird. Und wir hatten hier am Markt und sowas den Auslöser dieser Krise.
1929, und das Interessante war, die Verschuldung ging weiter nach oben auf 270% vom Bruttoinlandprodukt. Und jetzt kam das Interessante. Die große Weltwirtschaftskrise ging 1932-33 erst los. Millionen von Arbeitslosen überall in Europa, in Amerika, überall. Sie kennen das vielleicht aus den Geschichtsbüchern. Das heißt Betriebsschließung ohne Ende. Das heißt auf der anderen Seite, das Bruttoinlandprodukt, nämlich die Summe der hergestellten und Waren und Dienstleistungen, muss ja zwangsläufig zurückgehen, richtig? Der Nenner wird geringer. Wenn jetzt kein Mensch mehr eine einzige Mark oder Euro oder Franken Schulden aufnimmt, dann müsste doch das Verhältnis noch weiter in die Decke schießen. Und Sie sehen, genau das tut es nicht. Die Schulden sind noch schneller bezahlt worden, als das Bruttoinlandprodukt gesunken ist. Und jetzt ist die große Preisfrage. Wie geht das denn? Ich drücke es einmal sehr, sehr vornehm aus. Schuldentilgung durch Gläubigerverzicht. In den USA haben innerhalb von 2 Jahren 16.000 Banken pleite gemacht. Und meine Damen und Herren, was dieser Chart dadurch eindeutig zeigt, ist folgende Tatsache. Geld wird nicht da verloren, wo Sie denken. An den windigen Aktienmärkten. Ja, die sind auch um 80-90% eingebrochen. Aber wenn ich in irgendeiner Firma investiert war, die für die Entwicklung der Menschheit und für unser Dasein irgendetwas Sinnvolles produziert, da geht vielleicht die Firma ein. Aber die Fähigkeit und die Tätigkeit der Menschen, irgendetwas zu tun, damit sie hier auf der Erde leben können, das wird nicht verloren gehen und das wird es immer geben. Ob mit Aktienmarkt, ob mit Geldsystem oder ohne Geldsystem, daran wird sich schlicht und ergreifend nichts ändern. Nur die Bewertung der Unternehmen, dummerweise, die sie viel zu teuer gekauft haben. Aber die sind nicht weg und die Fähigkeit ist nicht verloren. Aber wenn man von Nachhaltigkeit sprechen kann, ihr Geld auf ihrem Konto, ihr Geld in Bausparverträgen, in Lebensversicherungen, das war weg und das war immer nachhaltig weg. Da wird das Geld verloren. Das Geld wird immer im Bargeld verloren und auf dem Girokonto. Nehmen Sie das ernst, was ich Ihnen sage, denn die nächste Entwicklung zeigt bis heute rein, dass wenn wir heute das Verhältnis bilden zwischen Gesamtverschuldung und Bruttoinlandprodukt, dann sind wir bei 550% angekommen und das ist heute noch niemals so hoch wie in der Geschichte der Menschheit. Und wenn viele Leute mir sagen, ja, Herr Klaus, das geht doch aber, dann sage ich, ja, klar geht das, die optimieren hier die Fallhöhen. Das ist alles, was getan wird. Und genau um diese Fallhöhen optimieren zu können, hat man diese ganzen komischen Finanzprodukte davon, Total Return Fonds. Und da gibt es hier auch in unserem sprachigen Raum viele, viele englische Begriffe, die Ihnen der freundliche Banker auch nicht erklären kann. Deswegen der erste Tipp an Sie, kaufen Sie nur die Produkte, von denen Sie wissen, was dahinter steht und was da wirklich gemeint ist. Das können die meistens gar nicht erklären. Und dieser ganze Spaß ist nur deswegen noch nicht zusammengebrochen, weil die im Prinzip das Geld bis jetzt im Spielcasino lassen konnten. Aber wehe dem, dieses viele Geld ergießt sich in die reale Wirtschaft, dann gute Nacht. Und dieses Geld, dieses viele Geld muss abgebaut werden. Und nun raten Sie mal, wo das größte, eines der größten freien Vermögen liegt? Bei den Deutschen mit. Und wo haben die das angelegt? Zielgerichtet und folgerichtet genau da, wo es verloren gehen soll. Nämlich genau in den Produkten, die ich Ihnen gerade sagte. Da haben die das gemacht. Wenn Sie wissen, was mit Geld in Zukunft passiert, gewöhnen Sie sich schon mal an den Anblick. Ja, ist jetzt nicht mehr so lustig, wa? Wir sind nicht mehr bei Aktien, wir sind gerade beim Thema Geld. Und warum muss das weg? Das muss aus folgendem Grund weg, auch im Sinne der Hochfinanz. In den letzten 30 Jahren hat sich das Volumen der Güterproduktion der Industrieländer vervierfacht, aber in der gleichen Zeit hat sich das Geld- und Kreditvolumen vervierzigfacht. Und jetzt komme ich zu der eigentlichen Perversität. Geld, meine Damen und Herren, wurde erfunden, das war der eigentliche Grund für Geld. Und das war revolutionär und sensationell, um ein einheitliches Tauschmittel für die Marktteilnehmer zu haben. Ob ich das jetzt wie auf einigen pazifischen Inseln da so ein paar Muscheln nehme, die selten waren, oder ob ich das eventuell mit Gold mache oder mit Silber mache, da steckt der Wert wenigstens in dem Stück Geld selbst. Oder ich nehme irgendein Papier, auf das wir uns alle einigen, das haben wir hier gerade getan.
und sage, das ist unser Austauschmittel. Warum wird der Wert nicht stabil gehalten? Das ist doch der wichtigste Wertmaßstab, eigentlich, um so eine Dinge zu machen. Aber der wichtigste Punkt ist, jeden Tag wechseln in der globalisierten Welt für 26 Milliarden Waren den Besitzer. Nägel, Schrauben, Immobilien, Öl, Gold, was es so gibt. Was man so an tolle Waren handeln kann. Jeden Tag für 26 Milliarden. Das Hedgefondskapital momentan auf der Welt ist 1,1 Billionen schwer. Der Währungshandel pro Tag, die Folie muss sich erneuern, der ist mittlerweile hochgeschnellt auf 2,2 bis 2,5 Billionen pro Tag. Jeden Tag wechseln für mehr als 2 Billionen. Billionen ist eine Zahl mit 12 Nullen vor dem Komma. 12 Nullen, so viele Billionen Dollar wechseln jeden Tag den Besitzer. Und der Derivatehandel, der toppt die ganze Geschichte nochmal mit fast 4 Billionen. Abgeleitete Handelsinstrumente auf reale Waren, die jeden Tag virtuell hin und her schießen. Das heißt, nur noch 0,5% allen auf der Welt rotierenden Geldes jeden Tag wird seiner ursprünglichen Erfindung wegen bewegt. 99,5% allen vorhandenen rotierenden Geldes jeden Tag auf der Welt ist aus der ökonomischen Sicht umsonst. Brauchen wir nicht. Ist zu viel, muss und wird abgeschafft werden. Übrigens auch im Sinne der Hochfinanz. Das muss weg. Das macht die Welt kaputt. Das ist pervers. Momentan bewegt sich dieses Geld im internationalen globalen Casino und wird da gerade jeden Tag ein Stück weiter kaputt gemacht. In den USA sieht es wie folgt aus, nur mal so ein paar Zahlen, ich spreche auch jetzt ganz bewusst den Bauch an und möchte das nicht weiter vertiefen und gehe auch schnell durch. Die Gesamtschulden der USA belaufen sich momentan auf 53 Billionen und das ist höher als das gesamte Weltbruttosozialprodukt in Höhe von 40 Billionen, nur die Schulden der Amerikaner. Die Zahl mit den Billionen, die sagt Ihnen nichts, deswegen was anderes. Die amerikanische Staatsschuld wächst täglich um 2 Milliarden. Das Außenhandelsdefizit wächst täglich um 2,2 Milliarden. Das heißt, der amerikanische Staat und seine Bürger geben pro Sekunde 45.000 Dollar mehr aus, als sie selbst verdienen. Als sie selbst erwirtschaften, und zwar Weihnachten und Silvester. Warum können die das machen? Weil die das Geldmonopol in der Hand haben. Die drucken das Geld der Welt und es gibt nur Dollar. Weil alle anderen Währungen sind in der Regel als Reserve, als Sicherheit mit Dollar abgesichert. Der Euro übrigens mit 80%. Sie hier in der Schweiz haben sich die Golddeckung ihrer Währung 1992 abnehmen lassen. Es gibt auf der Welt kein werthaltig gedecktes Geld. Es ist nur noch Fiat Money, wie man so schön sagt. Es werde Geld, die drucken es einfach und jeden Tag aufs Neue. Natürlich produzieren wir entsprechend der Mengen auch genauso viel Güter mehr, ne? Wie die Milliarden und Billionen jeden Tag oder jede Woche hier neu in den Wirtschaftskreislauf einführen. Um das System zu retten und nicht die Menschen, das ist das Verbrecherische daran. Die versuchen damit ihr System, ihr kaputtes System zu retten und nicht die Menschen. Es geht aber um uns. Es geht nicht ums Geld. Es geht um unsere Lebens- und Überlebensfähigkeit als menschliche Gesellschaft. Darum geht es. Irgendjemand hat mal gesagt, das mit der Wirtschaft ist eine ganz einfache Geschichte. Man lebt dann gut, wenn man langfristig mehr einnimmt, als man ausgibt. So einfach ist die Welt. Nun sehen Sie sich hier mal das Ausgabeverhalten der amerikanischen Regierung an. Die Einnahmen brechen weg. Und die Ausgaben, die gehen im Steilflug nach oben. Sieht irgendwie nicht gesund aus, was hier gerade passiert. Dazu kommen jetzt noch, addieren sich noch die Rettungspakete eines Herrn Obama, dessen Wahlkampf gerade von den fünf Wall Street Banken finanziert wurde. Die haben den gemacht, über 1 Milliarde Dollar. Da könnte man mal mutmaßen, welche Interessen könnte der eventuell vertreten. Mal so leicht darüber philosophiert. Und dann sagt man sich, oh, die Amerikaner haben ein Problem. Die haben ein Außenhandelsdefizit. Die kriegen also mehr physische Güter geliefert, als sie selbst in die Welt liefern. Und das Defizit baut sich auch irgendwie exponentiell auf. Haben die ein Problem, sagt man sich. 1992 hieß es, oh, die führende Weltwirtschaftsmacht der Erde macht 50 Milliarden im Jahr Außenhandelsdefizit.
Das ist ja eine Katastrophe, hatten viele Ökonomen gesagt. Heute regt sich darüber keiner mehr auf, das machen die alle 14 Tage. Dieses Defizit. Und wissen Sie, was das für wen das ein Problem ist? Für uns. Hauptsächlich für Deutschland. Wer ist Exportweltmeister? Was heißt denn Exportweltmeister? Exportweltmeister heißt, wir haben selber mehr physische Waren in die Welt geliefert, als wir von denen bekommen haben. Und wie wird das Saldo ausgeglichen? Sie ahnen es. Mit kleinen grünen Zetteln, genannt Dollar. Das ist jetzt aber blöd. Und die drucken das einfach. Und dieser Dollar wird eventuell mit Währungsspekulation mal nach unten und mal nach oben gehoben. In den letzten Jahren hat der Dollar in den letzten zwei, drei Jahren mindestens 20% an Wert verloren. Sie sehen, der Außenhandelsüberschuss der Deutschen alleine 150 bis 200 Milliarden. Nehmen wir mal 200 Milliarden, 20% Währungsspekulation weg, sind 40 Milliarden, tschüss. Es gibt noch jemanden, der hat ein noch größeres Problem als wir, und das sind die Chinesen. Die haben Währungsreserven von 2 Billionen. Da wurde vor 2007, am 12.06. der ehemalige Notenbankchef Greenspan darauf angesprochen, Mann, die Chinesen, die haben das ja mit dem Dollar in der Hand, das war auf einer Immobilienkonferenz in New York, nachdem er schon nicht mehr Notenbankchef war, die sind ja immer irgendwie ehrlich, manchmal sagen die Wahrheit. Die sagen eigentlich immer die Wahrheit. Man muss nur genau hinhören. Ich habe das morgens beim Zeitung gelesen, ich habe fast einen Kaffee verschüttet, als ich das gelesen habe. Das müsste ich mir rausnehmen. Ne? Da wurde der gefragt, die Chinesen haben das in der Hand, wenn die jetzt ihre Dollar, die haben jetzt fast 2 Billionen Dollar Währungsreserven, deswegen spielen die mit. Die brauchen keinen schwachen Dollar. Die verlieren 2 Billionen. Die haben starkes Interesse, die Chinesen. Die sind auch auf Export orientiert. Wissen Sie, wie der Rückgang war im letzten Monat? 18% bei den Chinesen. Die Importe sind um 43% eingebrochen. Sie sehen, es passiert gerade was Signifikantes, aber gerade hinter den Kulissen. Die Brüche, die haben uns gezwungen, überall mitzuspielen, weil jeder auf einmal eigene Interessen hat. Die wollen ihre 2 Milliarden auch nicht so, oder 2 Billionen auch nicht so verlieren. Dadurch, dass sich der Dollar in Luft auflöst, im Nirvana eventuell. Also spielen die alle das Spiel mit. Die Deutschen letzten Endes auch. Wir haben auch kein Interesse, dass sich der Dollar in Luft auflöst. Denn das sind unsere Deckung. Für die Exportüberschüsse, die wir geliefert haben. Und da fragt man noch den Greenspan am 12.06. Reuters-Meldung, ja, wenn die Chinesen, die haben das doch in der Hand, die können den Dollar wegmanipulieren, da sagt der Greenspan, ach, da habe ich keine Sorge, nein. Die Chinesen völlig konsterniert, ja, die haben es doch aber schon in der Hand. Die werfen einfach ihre Dollar auf den Markt und was kommt? Da gibt der Greenspan eine super Antwort, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Chinesen ihre Dollarreserven abstoßen, denn sie werden niemanden finden, der sie ihnen abkauft. Die Journalisten völlig fertig, was jetzt passiert. Da geht der Greenspan raus, dreht sich um und sagt noch einen interessanten Satz. Leute, genießt das Leben, solange ihr noch könnt. Nehmen Sie das ernst. Und da sehen wir den Dollar im Steilflug. Die Kaufkraft, 1 Dollar 1970, sind heute nur noch 13 Cent. Die stabilste Währung der Welt, die D-Mark, die war nur 15% besser. Und das war die stabilste Währung der Welt. Und da stellt sich doch die Frage, ich weiß nicht, wie es hier in der Schweiz ist, aber durchschnittlich hat jeder Deutsche 2 Lebensversicherungen. Warum haben Sie so ein Zeug? Wer hat Ihnen denn das verkauft? Und warum haben die das gemacht? Und die Konkurrenz bemüht sich darum, dass der eine, die Pfefferminziger, für 100 Euro auf 30 Jahre 100.000 Ablaufleistung liefert und die Arroganz, die sagt, wir machen 120.000. Und darum spielt sich die Konkurrenz, weil der Geist sich vorstellt, oh, 120.000, Sie denken immer an der Kaufkraft von heute. Das versprechen die Ihnen aber in 30 Jahren. Das größte Risiko, das Sie sich einkaufen, ist nicht, ob die 100 oder 120.000 Ablaufleistung liefern. Machen die nicht, haben die nicht gemacht. Die haben übrigens vor 30 Jahren den Deutschen versprochen, 120.000 D-Mark. Und kriegen Sie die? Es sind Euro. Lüge. Weg war es. Nix mit D-Mark. Die hat man mittlerweile abgeschafft. Aber in der Umstellung hat man die Geschichte halbiert. 1 Euro waren 2 D-Mark. Und heute kriegen sie für 1 Euro genauso viel wie für 1 D-Mark. Tschüss. Weg. Die Pizza, die früher 8 Mark gekostet hat, die kostet heute 8 Euro. Wo ist der Unterschied? Aber mein Vermögen hat sich halbiert in der Geschichte. Und so wie die heute die Geldmengen erweitern, dann sage ich Ihnen, wissen Sie, wir 120.000 Euro Ablaufleistung. Also wenn wir Glück haben, kriegen Sie dafür noch eine Fahrkarte zum Bahnhof.
Und dazwischen können 2 Wochen liegen. So schnell kann das gehen. Die Hyperinflation 1923 in Deutschland ist in 9 Monaten durchgelaufen. Und da waren wir bei Billionen für einen US-Dollar. Und glauben Sie nicht, dass das nicht wieder passieren kann. Und das zeige ich Ihnen hier. Die Hyperinflation im letzten und in diesem Jahrhundert waren diese. Nehmen Sie es einfach um die Jahre nur so auf, weil in den Medien wird das auch nicht so deutlich rübergebracht. Das ist nicht gut, dass Sie das eventuell erfahren. Und hier sind nur die Hyperinflationen erfasst, wo der Verlust der Währung mindestens 80% im Jahr war. Die anderen sind gar nicht berücksichtigt. 80%? Die restlichen 20% kann jetzt auch egal sein, behaupte ich mal. Und hier sehen Sie die Expansion, ich habe schon versprecherisch das richtige Wort gesagt, die Explosion der Geldmenge. Ich muss das nicht weiter kommentieren, wie die Geldmenge zugenommen hat. Sie sehen das letzte Quartal im Jahre 2008, die Zunahme der Geldmenge in den Vereinigten Staaten. Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Machen Sie selbst Ihren Reim drauf. Inflation heißt nicht, dass die Preise teurer geworden sind, wie der ein oder andere fälschlicherweise denkt. Dem ging etwas voraus, nämlich die Ausdehnung der Geldmenge. Die ging dem voraus. Und weil eine höhere Geldmenge ohne Deckung vorhanden ist, die irgendwie auch eine Kaufkraft sucht, müssen natürlich die Preise dementsprechend angepasst werden. Das ist Inflation. Ja, die wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder so abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute, aber mental unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne zu mutmaßen, dass das System ihren Interessen feindlich ist. Hat ein gewisser Rothschild gesagt, 1863. Hat leider recht. Oder die haben es so gemacht, dass das so ist. Übrigens, wenn Sie wieder mal die Presse aufschlagen und lesen, was so Komisches in der Welt passiert und sagt, oh, die Politiker, man ist doch nur von Idioten umzingelt. Sind die blöd? Dass die das gemacht haben, die müssen doch blöd sein. Ich habe mir das abgeschminkt. Die sind nicht blöd. Wir haben die besten Politiker, die man sich denken kann. Nur für wen? Das ist die Frage. Und wenn Ihnen immer wie irgendetwas komisch vorkommt und wo man sagen könnte, mein Gott, sind die blöd, dann versuchen Sie doch mal den herauszufinden, der genau von dieser Situation profitiert. Und Sie werden eins feststellen. Danke. Sie werden eins feststellen, die sind nicht so blöd, für die Sie sie vorher gehalten haben. Die vertreten nur Interessen. Die Frage ist, welche Interessen oder wessen Interessen? Und wir, die wir hier sitzen, gehören nicht dazu und wir sollten uns die Macht verdammt nochmal langsam wieder zurückholen. Zum Geldverständnis auf lustige Art und Weise nehmen wir uns diese Hauptwährung. Und die erste Frage ist, ist das hier Geld? Das ist kein Geld. Das ist eine Banknote. Echtes Geld ist in den Vereinigten Staaten sogar in der Verfassung definiert. Das ist ein Artikel geworden in der Verfassung. Da steht drin, was der Dollar ist. Und wenn Sie lesen, dann kommen Sie sich ins Wundern. Der Dollar ist ein Silberstück von 412,5 Grain Silber. Das sind ungefähr 26 Gramm. Das ist der amerikanische Dollar. Punkt, Schluss, aus. Das hier ist Privatgeld, von einer privaten Institution rausgegeben, nicht Privatgeld, Entschuldigung, eine Banknote. War auch ganz praktisch, nur sind die da durch den Wilden Westen geritten mit ihren Silberstücken und Gold und sowas, das war nicht gut. Also haben die Lagerscheine ausgegeben zwischen den einzelnen Banken und sind mit den Zetteln umhergereist. Und wenn die irgendwann ihr wirkliches Geld braucht, nämlich Gold oder Silber, sind die in die Bankfiliale rein und haben gesagt, hier ist mein Lagerschein, gib mir das. Und dann haben die das bekommen. Was steht heute auf den Noten drauf? Es ist immer interessant, nehmen Sie sich doch mal die Scheine und schauen die sich genau an. Und dann werden Sie feststellen, die belügen uns auch gar nicht, da steht genau drauf, was es ist. Diese Note ist ein legales Zahlungsmittel für alle privaten und öffentlichen Schulden. Steht da was von Geld?
Nö, haben die auch nicht so gemeint. Früher waren diese Währungen sozusagen goldgedeckt. Was stand da drauf? Da stand früher einmal drauf, auch nachdem die Notenbank erfunden wurde, die mussten das uns über Generationen erst abgewöhnen, dass wir das alles schlucken. Das hatten die aber schon lange vorher geplant. Wissen Sie, wenn wir so denken, oh, in 3 Wochen, ich habe das vorhergesehen, dann klopfen wir uns auf die Schulter, dass wir denen zukonnten. Die haben das ganze Schachspiel durchgeplant. Und die planen über Generationen. Die sind richtig gut. Da stand noch drauf, an den Überbringer auf Verlangen in Gold auszuzahlen. Ab 10 Dollar. Und ab 5 Dollar stand, an den Überbringer auf Verlangen in Silber auszuzahlen. Wie war denn das bei uns? Ich habe jetzt so einen Schein, den können Sie bei 50 Cent für eBay kaufen. 1000 Reichsmark. Da denkt man, das ist Geld. Liest man sich den Schein genau durch? Was steht denn da drauf? Da steht Folgendes drauf. 1000 Mark zahlt die Reichsbank-Hauptkasse in Berlin ohne Legitimationsprüfung. Die kannten Osama noch nicht. Dem Einlieferer dieser Banknote. Da sagt man sich doch, hey, ich dachte, das ist Geld. Nee, das war der Lagerschein für Geld. Geld waren Edelmetalle, Gold und Silber. Und wissen Sie, wie viel Sie dafür für diesen Schein gekriegt haben? Das war richtig viel. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wir beide hatten einen Opa. Und beide meinten, für die Kinder und Kindeskinder etwas zu tun. Und beide hatten den Schein richtig viel und sagen, wir tun was, wir versenken es im Garten. Wir sagen das auch nicht der Regierung und so weiter und so fort. Hier Steuern, weg mit dem Geld. Der eine sagt, ich vergrabe das, habe eine schöne Schatulle gefunden. Der andere nichts, die Plastiktüte war noch nicht erfunden. Der sagt, ach, da hole ich mir halt Gold dafür. Das verrottet nicht so im Boden. Denkt sich nichts dabei. Geht hin und kriegt dafür wie viel? 55 Unzen Gold. 1913. Heute graben wir im Garten. Der eine findet den Schein und geht zu Ibi und sagt, na, ich gebe dir für Sammlerwert 50 Cent. Und der eine findet 55 Unzen Gold. Und eine Unze Gold kostet heute 992. Das Multiplizieren überlasse ich Ihnen, das wäre Ihr Preis gewesen. Haben Sie den Unterschied zwischen Papier und Geld verstanden? Der amerikanische Dollar ist noch interessant, sich die Rückseite anzuschauen. Die Amerikaner sagen immer die Wahrheit. Die sagen, wofür der Dollar steht. Lesen Sie es. Wir vertrauen auf Gott. Na dann, viel Spaß in Geldangelegenheiten. Nehmen Sie das ernst. Wir müssen nicht so lachen. Ich komme nun aus, da geht er nun dahin, der Dollar. Und der ein oder andere freut sich, aber alles andere geht letzten Endes mit dem Dollar unter, weil das ist die Reservewährung für alle anderen. Das spielt keine Rolle, ob das Schweizer Franken oder Euro sind. Das machen die nur, um uns in Schach zu halten. Und das in der 4. Stelle nach dem Komma. Weil wenn Sie ein Brötchen backen wollen, dafür kriegen Sie keinen Kredit mehr. Sie wollen eine Bäckerei aufmachen. 50% Eigenkapital, das ist uns zu riskant. Aber wenn Sie in Option auf Währung zocken wollen, dann kriegen Sie einen Kredithebel von 100. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das gemacht. Ich habe auch solche Produkte dafür gestrickt. Heute mache ich das nicht, weil ich vielleicht nicht denke, hoch, ich könnte hier die ein oder andere Mark machen. Make money, sagen die Amerikaner. Achten Sie auf die Sprache. Von verdienen war da nicht die Rede. Machen. Make money. Es ist unethisch. Weil wir jagen uns hier auf dem internationalen Roulette-Tisch das Geld gegenseitig ab. Es ist ein Nullsummenspiel, aber es fehlt genau da, wo es zur physischen Reproduktion der menschlichen Gesellschaft notwendig gewesen wäre. Und da wird es momentan nicht mehr investiert. Und das ist das Dramatische. Es gibt ja Geld ohne Ende, nur falsch allokiert. Beim Euro steht gleich gar nichts mehr drauf. Wenn Sie die Kriterien der bürgerlichen politischen Ökonomie sehen, erfüllt dieser Schein nicht einmal mehr die Kriterien einer Banknote. Dieses ist offizielles Falschgeld. Und da steht noch nicht immer einer drauf, der dafür haftet. Das geht dann irgendwann den Bach runter. Sorry, war halt so eine Idee von uns, hat halt nicht geklappt. Auf der Rückseite genau das Gleiche, überall komische Brückenkonstruktionen. Und ich sage Ihnen, worum es eigentlich geht. Und ich möchte nochmal den geschiedenen Notenbankchef Alan Greenspan zitieren.
der vor 5 Jahren Folgendes sagte. Das ist übrigens mein Lieblingszitat von dem Mann. Wenn Sie mich verstanden haben, habe ich mich nicht unverständlich genug ausgedrückt. Der orakelte immer viel über Geld und die Börsen, um uns irgendwie in Schach zu halten und denken, oh, der hat Ahnung, der hat die auch. Die Frage, für wen? Und im Anflug von Ehrlichkeit bringt die manchmal Sachen und sowas, da könnte man sich schon hinsetzen. Das ist 5 Jahre alt, das möchte ich Ihnen kurz zitieren. Alan Greenspan. Wenn eine Nation tief im Schuldenmorast versunken ist und keinen Ausweg mehr sieht, wenn sie durch immer größere Ausgaben immer tiefer darin versinkt und damit nicht mehr aufhören kann, dann muss die für die Finanzen zuständige Behörde zum einen als allwissend gesehen werden und man glaubt ihr aufgrund einer überzeugenden Führungspersönlichkeit. Da gibt es keinen anderen Weg, um in diesem Stadium der Entwicklung Panik und Krise zu vermeiden. Diese Person oder Personengruppe, die in Wirklichkeit den Kreditfluss kontrolliert, ist dann dein Herr und Meister, der Meister all deines materiellen Besitzes, der Meister deiner Seele. Wollen Sie das? Der Meister deiner Seele. Die wollen nicht unser Geld. Die wollen unsere Seelen. Nehmen Sie das ernst? Der jetzige Notenbankpräsident hat kurz bevor er ins Amt kam Folgendes gesagt. Ich weiß nicht, ob eine Veränderung mit einem Knall oder Wimmern kommen wird, ob früher oder später. Aber so wie die Dinge stehen, ist es eher wahrscheinlich, dass es eine Finanzkrise als politische Weitsicht sein wird, welches die Veränderung herbeiführen. An diesem Satz ist eine Unkorrektheit, um nicht zu sagen Lüge. Ich weiß nicht. Der weiß es sehr wohl. Hier steht der Plan. Das werden die tun. Meine Damen und Herren, ein auf nichts begründetes Schuldgeldsystem, das keinen Gegenpart hat wie früher meinetwegen Gold, kann gar nicht crashen. Wogegen? Es gibt gar keinen Gegenpart. Außer einer. Gegen unser Vertrauen. Nur dagegen kann dieses System crashen. Sieht nicht so aus. Ich sehe die Leute in den Konsumtempeln nach wie vor die Euros, Schweizer Franken und Dollar verwenden, als wenn nichts ist. Sieht momentan nicht so aus. Wenn jeden Tag aber in der Presse steht, Finanzkrise, 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 Wirtschaftskrise, Krise, 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 Krise. Die Krise, meine Damen und Herren, findet statt für den, der sie erleben möchte. Und darauf steuern die hin. Es liegt an uns, das zu verhindern. Diese Krise, denn die wollen sie haben, um aus diesem Chaos, das sie damit anrichten werden, ihre neue Weltordnung aufbauen zu wollen. Darum geht es. Wir brauchen sicherlich eine neue Weltordnung, aber diese, die brauchen wir nicht. Können Sie noch ein Problem vertragen? Ja? Weil das war das Vorspiel, jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, okay? Wenn das Geldsystem morgen untergeht, das ist eines unserer geringsten Übel. Warum? Sagt sie schon, das ist menschengemacht, das ist eine Vereinbarung. Haben wir rote Zettel, grüne Zettel, machen wir morgen blaue. Na und? Die lassen sich ganz schnell drucken. Irgendeiner hat einen Vorteil, ein anderer wieder nicht, aber ich könnte die Zahlungsfähigkeit einer Gesellschaft, heute haben wir nur noch Leuchtziffern im Computerdisplay, per Gesetz herstellen. Unabhängig von der Ideologie. Das kostet heute nicht mal mehr Geld, Geld zu machen. Und wie Sie sehen auf dieser Folie, die Währungsaggregate und Finanzaggregate nehmen zu, das steht jetzt sogar schon in der Bild-Zeitung. Nur nicht, was es bedeutet. Aber dass das passiert, das ist eigentlich heute für jeden Normalbürger nachzuvollziehen. Was nicht nachvollzogen wird, leider, ist folgende Tatsache, dass nämlich die realwirtschaftliche Erzeugung auf der Welt, bezogen auf die Weltbevölkerung von 6,5 Milliarden, exponentiell abnimmt. Das ist unser Problem. Das ist das eigentliche Problem. Das kriegen wir hier im reichen Teil der Welt gar nicht mit. Aber wir haben hier 6,5 Milliarden auf der Welt. Und deswegen physische Ökonomie.
um ihm einen Blick über die physische Ökonomie auf eine lustige Art und Weise näher zu bringen, worum es eigentlich geht und was es bedeutet, mache ich hier mal so ein Investmentbeispiel. Ich komme ja aus diesem Bereich. Stellen Sie sich vor, Sie haben daran geglaubt, Aktien sind in und die haben alle hunderte von Prozent gemacht, jetzt will ich auch dabei sein. Und Sie haben mich diese Frage oder dieser Chance gestellt im Februar 2000 und haben gesagt, jetzt investiere ich. Da haben wir auch die Werbung gemacht hier mit dem Tee, ne? Da musst du unbedingt rein investieren, Deutsche Telekom. Eines der bestaufgestelltesten Telekommunikationsunternehmen der Welt. Systematisch ruiniert von einem Herrn auch im Sommer. Mal so ganz nebenbei. Soll hier nicht das Thema sein. Aber Sie kaufen sich für 5.000 Euro im Februar 2000 und kriegen glatt 72 Telekom-Aktien und Sie gucken heute auf Ihrem Depot nach. Das ist wirklich auf einen Euro. Stimmt es genau? Was schätzen Sie, wie viel Sie auf dem Konto haben? Herzlichen Glückwunsch. Super Investment. Ihr Nachbar sagt, ich muss mein Geld auch loswerden, ich habe 5.000 irgendwie über, ich investiere in Bier. Aber der ist nicht so blöd und kauft sich die Aktien von den Unternehmen, die hier stehen. Ich bin hier in Deutschland, vielleicht kennen Sie das, Radeberger, Warsteiner, Becks, gibt es hier wahrscheinlich auch. Sondern der geht los und kauft sich für 5.000 Euro Bier. Ich meine die Kästen. Bei Real im Kaufland Coop, wo Sie es kriegen, Sie kriegen für 5.000 Euro ungefähr 370 Kästen Bier. Dann fährt er die nach Hause und trinkt heute jeden Tag 2 Bier. Der Februar ist um, 9 Jahre sind weg und er geht in den Keller und guckt mal nach, was habe ich noch. Dann stellt er fest, mein Gott, ich habe noch 41 volle Kästen und reiche noch bis zum April 2010. Wenn ich jeden Tag 2 Bier trinke, das sieht nicht gut aus. Aber wie sieht denn meine Vermögenslage aus? Dann sage ich, ach, das geht ja, denn ich habe Leergut im Keller für 1147 Euro. Das ist physische Ökonomie, mal leicht gemacht. Meine Damen und Herren, es geht nicht ums Geld. Wissen Sie, was Sie wirklich brauchen? Und ich sage das in der Reihenfolge der Dringlichkeit der Kriterien. Sie brauchen als erstes Luft zum Atmen. Da wird es nach 1-2 Minuten eng, wenn Sie das nicht kriegen. Sie brauchen Wasser zum Trinken. Da wird es auch eng. Nach ein paar Tagen, wenn Sie das nicht kriegen. Ohne Essen kommen Sie ein paar Wochen weit. Aber dann hat man auch schon Probleme. Sie brauchen Dach über dem Kopf. Wir brauchen als Menschen Liebe. Wir hätten gern Sex. Und ich könnte 1000 Dinge aufzählen, die Sie in Ihrem Leben brauchen, die Sie gerne machen. Und wenn Sie das genau überprüfen, dann kommt da Geld gar nicht vor. Aber wir haben Geld zum Gott erhoben und meinen uns damit alles kaufen zu können. Und das ist der Irrtum. Und diese Ressourcen müssen wir uns sichern. Darum geht es. So, und dann schauen wir uns mal die Ressourcen und den Verbrauch in der Welt an. Dann stellen wir Folgendes fest. Der grüne Balken da unten ist der Durchschnitt der Welt. Energie, Treibstoff, Strom, Fisch, Fleisch, Papier, Wasser. Das verbraucht die Welt im Durchschnitt. Und im Verhältnis dazu sind diese grünlichen Balken die Deutschen. Im Vergleich zur Welt und die roten ist der Verbrauch der Amerikaner. Und die Amerikaner nehmen sich heraus, beim Treibstoff fast das Zehnfache durch die Gegend zu juxen wie der Rest der Welt. Überall. Das Einzige, wo sie nicht mitziehen, ist Fisch. Gibt's nicht bei McDonald's. Dumm. Das ist unser Problem. Das nächste Problem ist, wenn ich mir diese Konsumanteile und die Bevölkerungsanteile anschaue, wieder das Rötliche und das Braune, das ist Nordamerika und Europa. Nordamerika und Europa stellen 11% der Weltbevölkerung und verbrauchen über 60% der Konsumanteile der Welt. Ist das gerecht? Ist das gesund? Und wie geht das weiter, wenn die anderen das auch wollen? Und geben das die Ressourcen der Erde her? Und unser Problem, meine Damen und Herren, ist folgendes. Wenn die unsere Wirtschaft mal zusammengeschmolzen gesehen einen Teich wäre oder einen See und das wäre alles, was wir haben und wir leben nur vom Fischfang, dann stellt sich für uns Mitteleuropäer eigentlich folgendes Bild dar. Wir gehen in die Supermärkte oder auf die Märkte und stellen fest, alles voller Fisch. Kaviar, Schrimps, Lachs, Hering, alles da. Wenn der ein oder andere sich nur den Hering leisten kann und der Kaviar geht an ihnen vorbei, dann meint ihr, wir haben ja nur ein Verteilungsproblem von Geld. Es ist ja alles da. Nur ich kann mir das Zeug gerade nicht kaufen. Ich muss den blöden Hering essen und die High Society hat wieder den Kaviar. Ja, wir haben Verteilungsprobleme, aber das ist nur der kleinste Teil des Übels.
Das andere Übel ist, dass wir dadurch nicht wahrnehmen, obwohl die Preise gleich bleiben oder eventuell auf dem Gebiet sogar sinken. Warum? Der See, aus dem wir das beziehen, diese Ressourcen, ist zu 80% leer. Und trotzdem erhöhen wir die Fangquoten jedes Jahr, weil wir mit GPS und Schleppnetzen den letzten Hecht aufspüren. Der hat gegen uns keine Chance mehr. Fertig. So gut ist unsere Technologie. Und obwohl der ganze See schon leer ist, können wir produktiv in Geld unsere Kostenquote noch nach unten bringen und holen die anderen Fische, die da drin sind, auch noch raus. Und deswegen kriegen wir das nicht mit. Die Regale biegen sich, die Preise sind okay, wir denken, die Welt ist in Ordnung. Das geht genau bis zu dem Tag, wo der letzte Fisch raus ist. Und dann stellen wir fest, oh, Geld kann man drucken, Fische nicht. Verstanden? Deswegen, meine Damen und Herren, der Kampf in der Welt geht immer um die Ressourcen der Welt. Es geht nicht ums Geld. Es geht um die Ressourcen. Es geht um Quadratmeter. Es geht um Kubikmeter, um Immobilien. Es geht um menschliches Know-how. Es geht um Patente und es geht um diese Ressourcen, um Lebensmittel. Deswegen dieser, da sind wir wieder. Da sind wir auch wieder beieinander. Es ist alles das Gleiche. Es ist schon ein seltsames Geben und Nehmen in dieser Welt, ne? Wenn die Pharmabranche da. Da geben doch die Leute ihr Geld aus, um Pharmaprodukte zu kriegen. Und was macht die Pharmaindustrie? Die gibt Pharmaprodukte aus und nimmt Geld ein. Ich habe jetzt viel über Geld gesprochen und eine Sache möchte ich hier trotz allem einmal festhalten. In diesem einen Fall hat sich herausgestellt, dass das Einnehmen von Geld gesünder war. Das Problem aber ist, dass die Rohstoffpreise deswegen zunehmen ohne Ende. Weizen, Sojabohnen, Heizöl, Sie sehen die Preisveränderung. Die haben von 1970 bis heute sich ungefähr verfünffacht. Hat das Ihre Lebensversicherung zur Altersvorsorge auch? Sie haben ja gedacht, Sie können Ihre Altersvorsorgeproblematik, ob mit einem umlagefinanzierten Verfahren oder mit einem kapitalgedeckten Verfahren, Sie konnten das Problem über Geld lösen? Den Zahn möchte ich Ihnen ziehen. Das wird nicht funktionieren. Beides wird nicht funktionieren. Ich favorisiere das afrikanische Modell. Es ist die Familie. Und deswegen wird er angegriffen. Das ist der Grund. Die will man zerstören. Familien will man zerstören. Soziale Gemeinschaften. Soziale Gemeinschaften. Es geht in der Reihenfolge. Familie, Freunde, ethnische Gruppe, nicht Bevölkerung, Volk. Man sagt Volk dazu. Und nicht Gesellschaft. Wir sind ein Volk. Und wir gehören hier zum gleichen Stamm übrigens, in Schweiz, in Österreich und in Deutschland. DACH, Dach. Sollten wir uns mal daran erinnern, auch unserer Verantwortung bewusst werden. Das mal andere Börsenkurse dargestellt. Eine Sache war übrigens da nicht dabei und ich möchte Ihnen das an einer Geschichte verdeutlichen, das ist die Entwicklung des Reispreises im letzten Jahr. Sehen Sie das? Preisfrage, wo leben die meisten Menschen? In Asien, was ist deren Grundnahrungsmittel? Reis. 80% der dort lebenden Menschen, die haben gar kein Vermögen, die haben nur Einkommen. Und das ist so gering, dass sich 80% ihres vorhandenen Einkommens ausgeben müssen, um sich ihre Nahrung zu sichern und sauberes Wasser, wenn sie es denn überhaupt kriegen. Und wenn man 80% seines Einkommens, von Vermögen rede ich nicht, dafür aufwendet, um Grundnahrungsmittel zu kaufen, und hier steigt der Preis mal in ganz kurzer Zeit um 100%, dann steht bei mir im Computer Game Over. Viele Menschen bei uns haben Angst um ihr Geld. Finanzkrise, es geht ums Geld. Nee, die sind schon ein Stück weiter, die haben Angst um ihr Leben. Wenn nicht etwas passiert, kriegen die Leute kein Essen mehr. Reis und Weizen werden immer teurer, Entwicklungsländern, lesen Sie die Zitate. Und hier habe ich einen super Typen, Henry Kissinger. Wenn man das Öl kontrolliert, kontrolliert man die Nation. Kontrolliert man die Nahrungsmittel, so kontrolliert man die Völker. Was tut man nicht alles für den Friedensnobelpreis? Und hier haben wir haben uns nicht abgesprochen in der Präsentation. Das ist deckungsgleich. Es geht immer um das Gleiche.
Es geht um unsere Kontrolle. Und mit dem Thema Geld geschieht es, weil damit haben sie uns in der Hand, denn wir sind dadurch nicht autark. So viel Zeit habe ich eigentlich fast nicht mehr, um die völkerrechtliche Situation in Deutschland aufzugreifen, deswegen möchte ich da ganz, ganz schnell durchgehen. Interessiert Sie das noch? Doch, ich denke, das ist wichtig. Das ist wichtig? Wichtig, ja, sehr wichtig. Das habe ich mir mal zum Lebensmotto gemacht, was jedermann für ausgemacht hält, verdient am meisten untersucht zu werden. Ich gebe Ihnen einen super Tipp, machen Sie das auch mal. Stellen Sie einfach die Dinge in Frage und Sie werden Folgendes feststellen. Die Antwort ist in Ihnen. Sie brauchen gar nicht so viel. Wir werden damit geboren, mit einer universellen Weisheit, die man uns über die Jahre und in der Schule abtrainiert hat. Hören Sie mehr auf Ihren Bauch, dann brauchen Sie gar nicht so viel lesen. Und die Informationen, die Sie dann an sich heranlassen, das entscheiden Sie selber und zappen sich nicht durch die Programme, sondern lieber durchs Internet. Auf den richtigen Seiten. Und in der Regel werden Sie feststellen, die Antwort ist in Ihnen. Das, was es verhindert hat, dass es herauskommt, ist, dass Sie nicht in der Lage waren, sich die richtige Frage zu stellen. Das reicht völlig aus. Und die meisten Leute wollen gar nicht die richtige Frage hören, weil sie schon ahnen, wie die Antwort ist. Das hat aber dann etwas damit zu tun, man müsste ja sein Leben und seine Lebensweise komplett umstellen. Dumm gelaufen. Was diese Problematik betrifft, bin ich erst vor einigen Jahren drauf gestoßen und ich möchte hier keinen Rechtsvortrag und Rechtsproblematik, obwohl das sehr, sehr wichtig ist und hier kommen wir in aus meiner Sicht auch zu der Lösung der Probleme. Das ist hochspannend, weil was mit Deutschland passiert ist, das ist ganz wichtig. Und hier gibt es einen Ausspruch von Napoleon, der hat mal gesagt, auch vor 200 Jahren, es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubiges Volk als das Deutsche. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde. Auch hier hat der Kerl leider recht behalten. Das ist der Zustand. Momentan vor allen Dingen in meinem Land, in Deutschland. Leider. Wichtig ist, dass Sie hier auch die Schweizer und auch die Österreicher folgende Tatsache begreifen. Und ich kann das jetzt nur behaupten, forschen Sie das alles nach. Die dementsprechenden Bücher habe ich auch mit. Auch in meinem Buch haben wir viel dazu geschrieben und vor allen Dingen auch zur Lösung. Es geht um Recht. Bei Recht ist interessant. Hier, sehen Sie, was Recht ist? Computertaste, glaube ich, 3. Ne? Da sind hochgestellte Handfesseln. Das ist das Paragraphenzeichen. Kann man auch mal drüber nachdenken, warum das so ist und was wir da machen lassen. Durch ihre Unglaubhaftigkeit entzieht sich die Wahrheit dem Erkanntwerden. Heraklit von Ephesus. Was jetzt kommt, ist ein bisschen harter Tobak. Aber Sie haben eben gesagt, Sie wollen da durch. Es ist nicht meine Schuld. Also was ist passiert nach dem Krieg? Es gab das Deutsche Reich. Das Deutsche Reich hatte ein Eigentum, es hatte ein Volk und es hatte Rechte. Die Maßnahmen der westlichen Siegermächte, ich möchte jetzt nicht über Schuld und Unschuld und all so eine Geschichten reden, lassen wir das alle mal, ich möchte nur die Fakten bringen. Machen Sie selber ein Bild, vor allen Dingen, was man denn daraus machen kann. Das Eigentum wurde größtenteils beschlagnahmt, für Reparationen verwendet und enteignet. Das Resteigentum wurde eingeführt in Stammkapital einer sogenannten Bundesrepublik. Aus dem Volk wurde Personal. Nehmen Sie das bitte wörtlich. Und wer von Ihnen Deutscher ist, der holt sich jetzt seinen Ausweis rauf und der wird lesen, Personalausweis. Sie sind damit Angehörige dieser Firma. Das ist jetzt kein Witz, das ist blutiger Ernst. Wir haben nämlich keine Personenausweise, die unsere Identität zeigen, sondern wir haben Firmenausweise. Wir gehören zur Firma Bundesrepublik Deutschland. Weil wir Idioten uns haben dazu machen lassen. Rechte. Die Rechte sind abgeschafft worden. Und Verwaltungsrechte, denn die haben nur Verwaltungsfunktionen. Die Bundesrepublik Deutschland steht doch im Grundgesetz Artikel 138 und eine Wirtschafts- und Verwaltungseinheit. Es gibt nur Verwaltungsorgane. Also es gibt kein staatliches Recht mehr. Und dieses staatliche Recht wird überall in Europa abgeschafft. Das ist der Sinn des Lissabon-Vertrages, meine Damen und Herren. Und deswegen wird die bundesdeutsche Regierung, die ich gerne nicht gerne als Deutsche bezeichne, weil sie ist keine, sie ist alles Mögliche, nur keine deutsche Regierung, die wird die Vorreiterrolle spielen. Weil die haben in der Einführung des Privatrechts die meisten Erfahrungen, wie man das macht, wie man das den Völkern überhilft. Gleichzeitig kommen sie aus ihrem eigenen Legitimationsdebakel heraus. Deswegen sind es die größten Verfechter des Lissabon-Vertrages.
der, wenn er umgesetzt wird, und das wird spätestens Ende 2009, Anfang 2010 sein. Alle Rechtstexte deuten darauf hin, dass die diesen Prozess überall in Europa bis dahin abgeschlossen haben werden. Wenn wir das zulassen, bedeutet es die Versklavung und Verknechtung ganz Europas. Die haben also aus Rechten eine Hausordnung gemacht. Diese Hausordnung ist das Grundgesetz. Die Firma hat auch ein bisschen Geld, ist das Stammkapital der Firma geworden und die hat halt kein Volk mehr, die hat nur noch Personal. Der Aufsichtsrat ist die Hohe Kommission, die alliierte Behörde. Der Vorstand oder die Geschäftsführung, wie man das will, das ist die Bundesregierung. Das können Sie übrigens alles nachlesen, was ich erzähle. Lesen Sie das Grundgesetz, da steht das alles drin. Weil der Bundeskanzler im Artikel 65 Grundgesetz, der bestimmt nicht die Richtlinien der Politik, sondern die Richtlinien der Geschäftspolitik. Und er bestimmt auch die Geschäftsbereiche und so weiter und so fort. Das ist es, was dort steht. Lesen Sie das genau nach. Der Eigentümer sind die Vereinigten Staaten und Großbritannien. Also wir haben Eigentümer, wir sind nach wie vor ein besetztes Land, wir haben eine Geschäftsführung und das ist der Kontrollrat. Im Osten waren die Begriffe nur anders vor der Einheit. Da gab es das Kombinat Deutsche Demokratische Republik. Der Aufsichtsrat war die Sowjetunion, der Vorstand Generalsekretär und der Eigentümer war die Sowjetunion. Von 1949 bis 1990 abgewirtschaftet, ausgeplündert, genau wie die Bundesrepublik auch. Man musste den Spaß zusammenschmeißen und hat dem wirtschaftlich stärkeren System den Vorrang gegeben. Übrigens, beim Studium der Geschichte ist mir Folgendes aufgefallen. Sozialismus und Kapitalismus sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und beide Systeme, nochmal, beide Systeme hatten die gleichen Finanziers. Und die machen immer eins, These und Antithese, daraus wird Synthese und die Geschichte verkaufen sie uns als Geschichte. So funktioniert das bis heute. Und so sind wir auch in der Straße rumgesprungen und haben die Sektkorken aufgemacht, weil wir dachten, die deutsche Einheit und jetzt geht's los. Und das war auch wirklich eine große Solidarität unter den Menschen 1990. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mich selten so frei gefühlt. Da war leider nur gefühlt, die Wirklichkeit sah anders aus. Da habe ich noch 15 Jahre gebraucht, um dann dahinter zu kommen. Was eigentlich stattgefunden hat. Die Bundesrepublik Deutschland selbst ist eine GmbH mit der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur, ist sie eingetragen im Handelsregister in Frankfurt. Da sind die Handelsregisterauszüge, ich kann das nicht durchgehen, beschäftigen Sie sich damit, da hat man eine alte DDR-GmbH genommen. Und diese GmbH mit einem eingetragenen Stammkapital von 25.000 Euro, die schuldet heute die 1,5 Billionen Staatsverschuldung. Da sagt man dann AAA-Papiere dazu. Haftkapital 25.000 Euro. Viel Spaß noch mit Ihren Bundesanteilen. Wir haben gedacht, 1990 fand die Wiedervereinigung statt. Tatsächlich fand ein Kauf in Verbindung mit einer Personalaufstockung statt. Das ist kein Witz. Ich meine das genauso, wie ich sage. Ja? Ich spreche nicht in Synonym, ich spreche in Tatsachen. Neben dem Kaufpreis von 200 Milliarden für die DDR wurde auch die Liquidierung der BRD vereinbart. Und das war Europa. Und das soll Europa sein. Die Ausgangslage, ach, das möchte ich jetzt nicht machen, dauert zu lange. Die Bundesrepublik Deutschland, seit 1990 wurde also die Aufbringung des Kaufpreises durch die BRD gebracht. Die waren übrigens 30 Milliarden, mehr nicht. Einigungsbedingte Folgen waren 500 Milliarden. Das ist ein Thema für sich, wie die Schulden aus dem Nichts entstehen lassen haben. Heute kann ich stichhaltig beweisen, dass von den 1,5 Billionen Staatsverschuldungen 500 Milliarden fiktiv sind. Die gab es gar nicht. Eine Barauszahlung an die Gesellschaft hat stattgefunden. Das heißt, die Alliierten haben sich auch so ein bisschen die Finger schmutzig gemacht. Jeder von denen hat für diesen Deal 200 Milliarden erhalten. Und was noch zu tun bleibt, ist die Verschiebung des Personals. Die Insolvenz und die Liquidierung der BRD AG, die Gründung von Verwaltungsgesellschaften, schauen Sie sich an, die deutsche Sprache ist sehr, sehr präzise. Wir hatten früher Arbeitsämter, heute sind es Arbeitsagenturen. Alles geht auf Verwaltungsbehörden über, alles wird dem Privatrecht angeglichen. Das geschieht übrigens auch hier in der Schweiz. Es ist überall das gleiche Spiel. Man nimmt uns sozusagen als Volk die Kontrolle über den Staat
und versucht uns über HGB privatrechtlich für Dinge zu belangen oder in Verantwortung zu nehmen, die früher Aufgaben des Staates waren. Und die werden gezielt abgeschafft für ein kleines Klientel, das dann die Kontrolle über die Welt haben will. So wird die Sache rechtlich abgesichert. So wird die Sache gemacht überall in Europa und in der Welt. Tja, willkommen in Ihrem Club. Das ist die EU. Wie sieht's da aus? Das Interessante ist, ich zitiere jetzt hier die Welt. Das ist nicht von mir. Die Welt wurde gefragt, was sind denn diese 12 Sterne? Und die Welt, eine konservative Zeitung, schreibt, diese 12 Sterne symbolisieren die 12 Stämme Israels. Die Gründung der EU hatte 6 Mitgliedstaaten, es waren schon immer 12 Sterne. Heute haben wir 27 Mitgliedsterne, es sind immer noch 12 Sterne. Gut, die Geschichte, was mit denen passiert, die werden jetzt alt ein bisschen angeknappert, der Pleitegeier steht drüber, dieser ganzen Geschichte. Kennen Sie schon die Steigerungsform von Kohl? Das haben die mit uns gemacht. Das haben die mit uns gemacht. Und die Frage ist, und damit möchte ich langsam zum Ende kommen, was gibt es für Alternativen? Was können wir tun? Und ich möchte wieder in Bildern sprechen und ich komme auf dieses Monopoly-Spiel. Was ich Ihnen hier eben gezeigt habe, war Monopoly. Das spielen wir hier die ganze Zeit. Wir sind die Blöden, wir stehen gerade auf Los, aber wir haben folgendes Problem. Wir haben nicht eine Straße und die Hauptbahnhöfe gehören uns auch nicht. Und das Elektrizitätswerk haben auch die anderen. Und jetzt stehen wir mit unseren Würfeln da und sagen, toi, 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 wir werden schon die Runde rumkommen. Und die anderen haben auch noch Hotels gebaut, wie die Blöden, und die bitten richtig zur Kasse. Wissen Sie, wo sie raufkommen müssen, damit sie unbeschadet rüberkommen? Na, erstmal aufs Gemeinschaftsfeld und aufs Fragezeichen. Dazu brauchen Sie in dem Spiel immer die 7. Ist das sehr wahrscheinlich? Und dann müssen Sie beim Gemeinschaftsfeld immer Karten ziehen und dann steht da noch drauf, rücke vor bis Schlossallee. Das ist aber dumm. Und die gehört Ihnen wieder nicht. Das heißt, der sicherste Platz in diesem Spiel ist für uns im Gefängnis. Ist das unsere Bestimmung? Da wollen die uns aber hinhaben. Und wer von Ihnen noch die Badstraße besitzt? Der hat laut Spielregel in dem Moment, wo er im Knast sitzt, nicht mehr die Möglichkeit, wenn jemand auf das Feld latscht, die Einnahmen zu haben. Er wird es zu schätzen wissen. Denn die Verluste, wenn er sich auf dem Spiel bewegt, sind weitaus größer. Und ich frage mich, warum gibt es immer noch Menschen, die auf dem Spiel würfeln? Wir sollten es langsam kapiert haben. Es ist ein super Spiel, nur nicht mehr das für uns. Und es heißt deswegen Monopoly, weil einer übrig bleibt, der gewinnt. Es ist ein super Spiel für denjenigen, der jetzt alle Straßen hat, vor allen Dingen die da hinten, die gelben und die grünen. Der kann nicht mehr verlieren. Nicht aus ideologischen Gründen, aus mathematischen Gründen. Und meine Damen und Herren, wer es nicht glaubt, führen Sie bitte ein Experiment durch, immer Live-Experimente über das, was ich Ihnen hier erzähle. Gehen Sie bitte nach Hause, nach diesem Vortrag, laden sich Ihre besten Freunde und Verwandten ein, und spielen Monopoly und sagen ihren Freunden, heute machen wir es anders, wir spielen es mit richtigem Geld. Und ich sage Ihnen eines voraus, nach knapp 2 Stunden werden sich die zwischenmenschlichen Beziehungen verändern. Wollen wir das? Das ist nicht unser Spiel. Und wir sollten es begriffen haben. Wir stehen vor folgenden Herausforderungen, meine Damen und Herren, die es zu lösen gilt, und wir müssen das machen. Erstens, wir brauchen eine Definition und Anwendung eigenen Geldes. Wir sollen eigene Austauschsysteme kreieren. Wir sollten untereinander für die Menschen, die es begriffen haben, im Austausch auf andere Dinge zurückgreifen als auf Euro, Dollar und Schweizer Franken. Ich habe lange, lange, lange darüber nachgedacht, über eine Lösung. Und ich kann Ihnen heute eine Lösung präsentieren, die ist so einfach, die werden Sie mir gar nicht glauben. Benutzen Sie deren Geld nicht und Sie sind frei. Und jetzt kommt das Schlechte an der Botschaft. Machen Sie das mal. Darüber haben die uns im Griff. Wir haben als Menschen, als Individuum, als kleine Community, in der Familie, in der Freunde und auch in der Gesellschaft schlicht und ergreifend unsere Autarkie verloren. Und die meisten wissen nicht mal, was das ist.
Das Problem ist, da lernen die Logarithmus- und Kurvendiskussion in den Schulen, das können die dann irgendwann prima rumbeten. Aber ansonsten ist die Kuh lila und Strom kommt aus der Dose. Und wenn das nicht mehr so ist, dann stehen die da mit ihrem Logarithmus. Mehr haben sie nicht gelernt. Das ist aber dumm. Darüber haben die uns in der Hand. Deswegen, eigene Austauschsysteme erfinden, denn stellen Sie sich vor, Sie würden all Ihr Leben auf die Reihe kriegen, nicht finanzieren, auf die Reihe kriegen über Nachbarschaftshilfe. Und Sie bräuchten Euro und Schweizer Franken nicht. Dann haben Sie gar kein Problem mit der Steuer. Sie hätten ja gar keine Einnahmen. So einfach können die Dinge sein. Aber letzten Endes so schwer durchzuführen. Deswegen, wo sind wir am meisten angreifbar als Individuum und als Gesellschaft? Wir brauchen autarke und dezentrale Energiesysteme. Wir brauchen autarke Lebensmittelversorgung. Nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern vor allen Dingen aus gesundheitlicher Sicht, wie wir vorhin gehört haben. Und deswegen ist es interessant zu erfahren, wie das funktioniert, dass man auf ein paar Quadratmetern in seiner eigenen Wohnung oder in seinem eigenen kleinen Garten sich eine Lebensmittelversorgung aufbauen kann. Das ist wichtig für uns, denn wenn wir das auf die Reihe kriegen, dann können die ihr Zeug selber essen. Aufbau eigener Sozialnetze, eigener Gesundheitsversorgung nach medizinischen alternativen Methoden. Das ist auch wichtig. Denn dieses Gesundheitssystem, was ja eigentlich nur ein Krankensystem ist oder ein krankmachendes System, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wer hier zuerst den Geiststoff gibt. Das Finanzsystem oder dieses Krankensystem, die liefern sich gerade ein super Kopf-an-Kopf-Rennen. Eigenes Recht, orientiert am Naturrecht, an den Gesetzen des Universums und einer höheren Gerechtigkeit. Dafür ist es wichtig und notwendig, wieder auf ein staatliches Recht und auf staatliche Grundlagen zurückzukommen. Dafür habe ich mit Partnern zum Beispiel auch eine Stiftung gemacht. Und Sie sehen hier etwas ganz komisch, Scottish Foundation Center, eine schottische Stiftung. Warum haben wir, übrigens vom Establishment habe ich das Gefühl, wir werden gesponsert, wir kriegen eine Stiftung nach einem Charity Act von 1993. Es ist die einzige Möglichkeit innerhalb von Europas noch eine staatliche Stiftung zu kriegen. Die meisten Leute sind in Liechtenstein und werden ihre hier wollen stiften gehen, wie es so schön heißt. Aber stiften war früher etwas Positives. Heute versucht man das auch negativ zu belegen, dieses Stiften gehen. Und dass es nur um Steuerersparnis und so eine Geschichten geht. Aber nein, eine Stiftung dient dazu, Vermögen zu sichern und zu retten. Und wenn man dann noch eine gemeinnützige Stiftung macht, dann dient diese dem Allgemeinwohl. Man muss an dem System gar nicht mal so viel ändern. Nur die Intention, wie das betrieben wird. Ich würde heute eine Zentralbank gar nicht groß anders betreiben als die Federal Reserve. Nur, die Gewinne gehören nicht privaten Leuten oder mir oder irgendjemandem, der das betreibt. Sondern wenn diese aus einer gemeinnützigen Stiftung kommen, dann gehören die Erträge, die diese Bank macht, vielleicht nach dem gleichen Prinzipien, wie die Federal Reserve macht, die gehören dann dem Gemeinwohl, die gehören dem Volk. Und wenn das möglich ist und wenn Sie diese Gewinne nehmen, die Brüder heute privat machen und einstecken, dann sage ich Ihnen heute Folgendes, glauben Sie es mir und recherchieren das nach. Kein Mensch müsste nicht eine einzige Mark, einen Euro, einen Franken Steuern zahlen. Das gesamte Gemeinwesen wäre über diese Gewinne zu finanzieren. Das wäre doch mal ein Ding. Das sollten wir tun und wir sollten es selbst in die Hand nehmen, weil die Möglichkeiten rechtlich haben wir, dies zu tun. Jetzt müssen wir das nur machen. Es hängt nur von uns ab. Dieses Finanzsystem gibt es nur, weil wir es tolerieren. Wir verwenden deren Geld. Und wenn sich morgen so ein Rothschild oder ein Rockefeller auf die Straße stellen würde und sagen würde, Jungs, wir haben euch 2.000-3.000 Jahre betrogen, war nicht so gemeint. Dieses Finanzsystem ist tot. Wissen Sie, was passieren würde? Die meisten würden das gar nicht glauben. Die machen einfach so weiter, als wenn nichts ist. Wenn ich sage, morgen ist der Crash, dann sagen mir von Ihnen 1.000 Leute, oh, das passt mir aber gar nicht, ich habe noch 15.000 Euro auf dem Konto. Heute ist das ungünstig. Und man gibt immer 1.000 Gründe, warum irgendetwas nicht funktioniert. Aber wir brauchen diesen Schnitt. Besser ist, wir tun ihn selber.
und nehmen die Dinge in der Hand, damit wir sie lenken können, als dass die das große Chaos anrichten, um dann wieder ihr System zu implementieren. Und sie werden das dann schaffen, wenn wir es nicht geschafft haben, in den lebenserhaltenden Dingen wieder autark zu werden, vor allen Dingen in der Energieversorgung und in der Lebensmittelversorgung. Ganz wichtig, das müssen wir jetzt aus meiner Sicht auf die Reihe kriegen. Und das hat alles nichts mit Geld zu tun. Oder wenig mit Geld zu tun. Das ist zu schaffen. Und diese schottische Stiftung übrigens, die wir versuchen in Deutschland wie weiße Flecken auf der Landkarte entstehen zu lassen, geben uns eine Möglichkeit, von einem staatlichen Recht zu operieren. Und die Bundesrepublik kennt zum Beispiel nur Privatrecht. Damit sind wir nicht kompatibel. Und wenn die Briten haben gesagt, wenn wir nachweisen, dass die dann nach deutschem Recht gegen deutsches Recht verstoßen, dann kriegen wir diese Unterstützung. Dann kriegen wir auch Hilfen. Dafür haben die sich im Potsdamer Abkommen verpflichtet, dies zu tun. Und das, was jetzt so komisch klang, dass das hier nur eine Firma ist, diese Bundesrepublik und so weiter, das hört sich alles sehr schrecklich an. Aus meiner Sicht ist das heute der größte Glücksgriff, den man kriegen kann. Denn wir haben damit eine Chance, dieses Ding rumzureißen. Aus diesem Europa wieder ein richtiges Europa zu machen. Das werden die Deutschen entscheiden. Die Iren konnten Lissabon verzögern. Verhindern können es nur die Deutschen. Die Einzigen, die das nicht wissen, sind die Deutschen. Das ist das Problem. Deswegen gehe ich gerne und mache diese Vorträge, damit das runterkommt. Wir können hier von einem staatlichen Recht operieren. Und haben wir gedacht, Mensch, schauen Sie mal ins Internet, wie viele Stiftungen die Schotten haben. Fast alles Gemeinnützige, 23.000 Stiftungen gibt es in Schottland. Alle Universitäten, alle Schulen, Bildungseinrichtungen, alles ist über gemeinnützige Stiftungen. Da haben wir uns überlegt, na Mann, denn importieren wir doch dieses schottische Recht und was stellen wir fest? Es ist ein Reimport. Es ist eine deutsche Idee. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war eine Stiftung. Daran müssen wir wieder anschließen, an dieses staatliche Recht. Und das geht, indem wir uns selber neue Spielfelder erfinden. Ich mache das mal mit Siedler von Catan. Ich möchte nur in Bildern sprechen. Und dann geht es darum, dass wir autark werden. Autark heißt nicht, gegen die zu kämpfen. Ich würde zum Beispiel keine Resolution und so weiter schreiben. Das heißt, ich akzeptiere die ja als Machtfaktor. Wir können die Dinge, die wir wollen, nur selber vorleben. Deswegen müssen wir authentisch sein. Unterstütze ich das genau, was du gesagt hast, meine Meinung. Das müssen wir machen. Wir können das nur selber vorleben. So geht es. So machen wir das. Und autark sein heißt, sich so weit unabhängig zu machen, dass man jeden Machtanspruch, der gegen einen erhoben wird, ignorieren kann. Dass ich sagen kann, Codex Alimentarius, coole Nummer, geht mich auch nichts an. Könnt ihr machen. Interessiert mich nicht. Und ich habe die Potenz dazu, das sagen zu können und es geht mich wirklich nichts an. Und schön wäre es, wenn man Millionen Menschen mitzieht und die geht das auch nichts mehr an. Wir haben damit nichts mehr zu tun. Das wäre eine Nummer. Liebevoll dabei umgehen. Versuchen, Menschen aus diesem System rüberzuholen, nach universellen Prinzipien zu handeln, weise vorgehen. Und da weise vorgehen heißt, immer weniger mit dem analytischen Verstand vorgehen, sondern auf den Bauch hören, das Herz entscheiden lassen, den Bauch entscheiden lassen über die Dinge, die richtig sind. Und wenn man es dann weiß, entschlossen vorgehen. Das Ding einfach entschlossen umsetzen. Das brauchen wir. Leute, die tatkräftig vorangehen. Wenn wir das machen, haben wir alle Chancen der Welt. Genaueres steht beschrieben in dem Deutschlandprotokoll, erster Teil von Ralf-Uwe Hill, ist nicht von mir, dass diese gesamte völkerrechtliche Situation beschrieben. In meinem zweiten Teil, der ist von mir, ein bisschen ausführlicher, das, was ich hier heute erzählt habe, in unterhaltsamer Form. Sie können das Buch zweigeteilt annehmen, ich schreibe, wie ich spreche. Sie können dann darüber sich ärgern oder Sie können auch herzhaft lachen, wie wir an der Nase herumgeführt wurden, dass wir es jetzt endlich erkannt haben. Ich schlage vor, lachen Sie darüber, es ist gesünder. Es ist vielleicht ein befreiendes Lachen. Und daraus sollten dann die Ideen erwachsen, die Dinge wieder so in die Hand zu nehmen, dass man Schicksal seines eigenen Lebens wird und nicht gelebt wird. Das Ganze, meine Vorträge, auch dieser hier, ist dann auf diesen CDs zu erhalten, hier an der Seite am Stand zu haben. Und enden möchte ich mit einem Ausspruch von Aristophanes 445 bis 385 vor unserer Zeit, nicht ganz.
Menschen bilden bedeutet nicht, ein Gefäß zu füllen. Ich hoffe, und das ist immer meine Funktion, so mache ich das gerne, ich möchte ein Feuer dafür entfachen, für diese neue Entwicklung. Lernen müssen sie selber, aber eine Motivation, nach Hause zu gehen, sich wirklich mit den Dingen zu beschäftigen. Und der wichtigste Rat ist, sehen Sie weniger fern, dann sehen Sie besser durch. Meine Damen und Herren, ich habe angefangen mit einem Gedicht von Hermann von Veen und ich möchte wieder enden mit einem Gedicht. Ich bin im Land von Wilhelm Tell, dem Friedrich Schiller ein Denkmal gesetzt hat. Und deswegen habe ich mir Friedrich Schiller ausgesucht. Es ist über 200 Jahre alt und geht wie folgt. Das ist nicht des Deutschen Größe, ob zu siegen mit dem Schwert. In das Geisterreich zu dringen, männlich mit dem Wahn zu ringen, das ist seines Eifers wert. Schwere Ketten drücken alle Völker auf dem Erdenballe. Als der Deutsche sie zerbrach, Fehde bot dem Vatikane, Krieg ankündigte dem Wahne, der die ganze Welt bestach. Höheren Sieg hat der errungen, der Wahrheit Blitz geschwungen, der die Geister selbst befreit. Freiheit der Vernunft erfechten heißt für alle Völker rechten, gilt für alle ewige Zeit. Das war Ihr Weckruf. Schönen Dank. Wahnsinn. Super. Wow. Dankeschön. Wow, das hat gekribbelt im Bauch. Also wenn wir auf den Bauch achten, hat sich bei mir heute ziemlich viel bewegt schon. Mir kam immer wieder der Spruch in Sinn, da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Unglaublich, diese Tiefe. Ich danke dir für diesen Vortrag. Jetzt sage ich schon du, ich fühle mich schon so vertraut mit ihm. Da haben wir jetzt wirklich was zu verdauen. Ich denke, diese DVD ist live mitgeschnitten worden heute. Ihr könnt den Vortrag sicher ab morgen im Internet finden. Wir werden auch sicher etwas herstellen, damit das dann weitergeht. Also unsere Kameraleute haben fleißig gearbeitet. Das Ziel ist, dass heute jeder einzelne Referent seinen Beitrag mit nach Hause nehmen kann als fertig geschnittene DVD, das ist ein neuer Rekordversuch von unserer Filmcrew.